Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Tage wünsche ich euch. Herzlich willkommen auf Tabasco TV zum zweiten GPL Teambuilding Video für den morgigen Spieltag gegen den lieben Capco Lord mit seinem wundervollen Teamnamen Capco Sport. Bin großer Fan. Also, Marek, falls du das hier siehst, Grüße gehen raus. Ja, vor diesem Match habe ich tatsächlich Bammel, aber ich habe auch große Lust drauf, denn das wird sehr interessant. Er hat eine Offense, vor der ich richtig viel Schiss habe. Die kann mir echt die Ohren lang ziehen. Und deswegen musste ich hier tatsächlich sehr kreativ heute rangehen. Und ich freue mich jetzt gleich, ein Team präsentieren zu können, das echt cool geworden ist. Ich glaube, es wird automatisch ein cooles Match. Ob ich das dann gewinne, weiß ich am Ende nicht. Aber es wird cool. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie das Match nicht cool werden kann. Aber bevor ich euch die Sets und alles drumherum um die 6 Pokémon halt verrate, möchte ich mit euch natürlich einmal wieder das Matchup durchgehen und euch genau erklären, warum ich das hier heute bzw. morgen dann schwierig finde. Ja, hier sehen wir die Karte, die sich gegenüberstehen. Links sind wir und rechts ist Capco Sport am Start. Ja, hat Kaburiki hier als Z-User, ein mega Galagladi. Im S-Rank also schon mal ziemlich viel Power, gute Offense, sag ich mal. Ja, zwei Jungs, die einem auf jeden Fall Feuer unter den Hintern machen kann. Im Archie geht es ein bisschen bulkiger weiter, aber auch Pokémon, die durchaus Schaden machen können. Vor allen Dingen Filinara hier mit dem Specs. Ja, das knüppelt rein. Auch Porygon darf man nicht unterschätzen. Ist aber ein Pokémon, was man outplayen kann, aber was man auch outplayen muss. Porygon darf einen nicht kontrollieren, sonst verliert man das Match. Im B-Tier sehen wir dann hier einen Donphan, das sein einziger Rocksetter ist, wenn ich gerade richtig sehe. Ja, genau. Und sein Spinner. Und gegen mich auch durchaus ein Elektro-Switch in sein kann. Und dann sehen wir auch schon den Albtraum dieser Woche, Kyurem, das normale Kyurem im B. Frage an die Regie, warum ist es im B? Es war der pure Horror, sich darauf vorzubereiten. Ich gehe gleich genauer darauf ein, aber es ist auf jeden Fall das Pokémon, mit dem ich im Teambuilding am wenigsten Spaß hatte. Ja, dann sehen wir noch einen Gyarados, gegen mich auf den ersten Blick nicht das beste Pokémon, da ich halt, wie gesagt, zwei gute Electric-Types habe und auch von Wassersweepern nicht so hart rangenommen werden kann, würde ich zumindest behaupten. Ja, dann noch ein Pumpkin, das immer gut ist, das man auch eigentlich fast in jedem Spieltag mitnehmen kann, wenn man möchte. Man lässt es eigentlich nur zu Hause, wenn es 6 bessere gibt, aber wirklich schlecht ist ein Pumpkin nie. Der Zwiebelgott ist einfach ein großartiges Pokémon, bin Riesenfan davon, wie alle wissen. Und schade, dass es nicht in meinem Kader ist. Naja, nur gut. Dann sehen wir hier noch Cabalanzas, auch nicht ganz so übel. Das könnte zum Beispiel mit einer Offensivweste gut gegen meinen Megalatias mitkommen und das auch mit Käferattacken gut treffen. Ist halt der Vorteil, dass es physisch angreift und Latias sich halt nur mit dem Gedankengut gegenhalten kann und dann auch guten Schaden bekommt. Könnte sogar die Verfolgung spielen und allgemein Cabalanzas mit der Offensivweste ist gegen viele meiner Pokémon alles andere als schlecht. Ja, im D sehen wir dann zwei Pokémon, die ich eher nicht erwarte. Einmal das Matrifol, das natürlich hauptsächlich zum Klebenetz legen da ist und mein halbes Team fliegt oder hat Hazard Control. Also eigentlich braucht er kein Klebenetz, vor allen Dingen, da er eh den Speed-Vorteil hat. Und dann sehen wir noch Qualilu, ein kleiner Spinner, eher ein Nischenpick. Allerdings, ich hoffe, ich klinge nicht zu fies, ich weiß nicht, wann das jemals eine Nische über Donphan haben sollte. Also Donphan hat zwar jetzt hier so ein paar Schwächen, die Qualilu nicht hat, zum Beispiel halt so ein paar spezielle Angriffe, Pflanze und Siedewasser, da kommt Qualilu besser rein. Aber so richtig toll auch nicht, glaube ich. Keine Ahnung, ich erwarte es halt gegen mich eigentlich nicht. Donphan ist zwar gegen mich kein krasses, gutes Pokémon, eigentlich überhaupt nicht, aber es ist halt sein bester Spinner, sein einziger Hazard-Setter. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass Qualilu mitkommt. Ja, was ist an diesem Matchup schwierig? Also, Kaburiki ist erstmal für viele eigentlich immer nicht ganz so einfach, sag ich mal. Also, ich habe jetzt zwar zwei Pokémon, die ich in Elektro-Attacken reinwerfen kann, Keifel und Voltolos, allerdings ist Voltolos nicht unbedingt ein Tank, kriegt von Coverage Moves sehr hart auf die Mappe und auf Keifel kann er einfach die Kehrtwende einsetzen und quasi alles reinbringen, was er will. Galagladi kommt dann for free rein oder ja, auch ein Pumpkin zum Beispiel mit dem Irrlicht. Also, er kann Keifel auf jeden Fall pressuren. Und wenn er mit Kehrtwende hier Momentum holt. Also wie man sieht, Kaburiki ist einfach ein Pokémon, das nicht ganz so toll ist. Und mit dem Z-Move kann es vielleicht auch gegen Latias einen dicken Nuke raushauen. Und es ist immer gefährlich. Vor allem leider kann er das Elektrofeld auch deutlich besser ausnutzen als ich. Meine zwei Elektro-Pokémon fliegen ja. Und ja, er kann zum Beispiel auch einen Donnerschlag auf Galagladi zocken, um hier Gentoxa besser zu treffen oder sowas. Also er kann das auf jeden Fall besser ausnutzen als ich. Entschuldigt übrigens, ich werde mich ab und zu mal räuspern müssen, ich bin nämlich gerade so ein bisschen am Kränkeln. Ja.
Ja, also das ist schon mal, Kabuki ist immer gefährlich. Ne? Galagadi genauso. Ich habe ein Pokémon, eins, das schneller ist. Kabuiki ist übrigens, habe ich jedenfalls vergessen zu sagen, der schnellste in diesem Matchup. Also das hat er schon mal auf seiner Seite. Galagladi ist auch eins der schnelleren Pokémon. Nur mein Wolverock ist in meinem Team schneller. Wolverock macht allerdings nichts gegen Galagladi. Und mein Latias Speed-Tight damit. Und die tun sich gegenseitig einigermaßen weh mit Psychoschock und mit Ice Heap. Aber es ist halt ein Speed-Tight. Und Speed-Ties machen nie Spaß. Und das will ich halt im Teambuilding auch nicht eingehen. Also ihr seht, auch Galagladi ist gegen mich definitiv nicht schlecht. Ja, mache ich mal mit dem dritten offensiven Pokémon weiter, Kyurem. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, das Teil ist fürchterlich. Und ich erwarte es hier ganz, 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 ganz klar als Walschall-User. Er hat eigentlich keinen besseren Walschall-User gegen mich. Oh, mein scheiß Hals. Mein Körper wehrt sich schon gegen dieses Kyurem. Seht ihr das? Er versucht es einfach abzustoßen. Ja. Ja, Kyurem ist wirklich gut. Also der Eisstrahl tut weh, ich habe da Switch-Ins drin, keine Frage. Aber diese Switch-Ins werden unter anderem auch von Coverage Moves von Kyurem gut getroffen. Klar, das muss man erstmal predikten, aber sich gegen Kyurem so vorzubereiten und einfach immer auf eine 50-50 hoffen zu müssen, ist nicht toll. Aus seiner Sicht sieht es dann genauso aus. Er denkt sich auch so, oh cool, hier kann ich eine Ice Beam spammen, aber da kommt ja ein Tentoxa for free rein, dann könnte ich das ja vielleicht predikten. Aber was, wenn das dann passiert? Also ich glaube, sowohl gegen als auch mit Kyurem in diesem Matchup zu spielen, ist nicht ganz so angenehm, sag ich mal. Aber ich bin hier auf jeden Fall auf der Seite, die reagieren muss. Mit der Offense kann Capco hier auf jeden Fall den Takt angeben. Und auch seine Pivots sind nicht so schlecht. Also er hat für viele Pokémon halt auch gute Antworten. Also Filinara kann sich super um Zoroark kümmern, genauso wie Porygon auch. Ich habe da zwar mit Knockoff und Sludgebomb zum Beispiel Antworten gegen, aber einfach mal als Beispiel, es geht halt. Ja, für Meditalis hat er halt Pumpkin, der hat für Spam des Latias halt auch ein Kavalanzas oder ein Filinara und was auch immer. Und ja, auch auf Elektroattacken kann er halt gut reinkommen. Vor allem auf Voltolos mit dem Porygon, Voltabsorber einfach klauen, das geht halt auch. Also ich würde hier tatsächlich sagen, um das jetzt hier einfach mal abzukürzen, dass er bessere Offense gegen mich hat als ich gegen ihn und tatsächlich auch eine bessere Defense. Ja, aber jedes Team hat Lücken und die Kunst im Draft ist es, diese Lücken zu finden und richtig rücksichtslos reinzutreten. Und ich habe ein paar Lücken gefunden und das ist zum einen einmal das Momentum. Das kann er hier eigentlich fast nur mit Kaburiki generieren, also zumindest offensives Momentum. Auf defensive Switches kann ich reagieren, wenn ich mich vorbereite auf seine Pivots. Ja, und wenn ich Kaburiki ein bisschen handeln kann, dann kann ich hier tatsächlich gegen diesen Takt, den er angeben möchte, ein bisschen gegenhalten und habe vielleicht zwischendurch Zeit, in eine andere Lücke reinzuhauen. Und das sind Hazards. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, er hat hier zwei Spinner, Donphan und Qualilu. Eigentlich sind beide nicht mega gut gegen mich. Donphan kann mit seinem Bodenstep also gegen mich echt nicht viel machen. Und ich kann eigentlich mit ganz vielen Pokémon for free reinkommen, intoxinisieren und ausrusten oder halt auch einfach bearbeiten. Und wenn ich ihm quasi einfach ein paar Satz hinlege, dann muss er auch irgendwann auf den Spin gehen. Und ich habe halt wirklich Zeit, mir über Donphan das Momentum zu holen. Also wenn ich ihm ein paar Satz hinlege, ja, dann kann ich auf jeden Fall diese Reaktion, die er bringen muss, ausnutzen, um mir ein bisschen Momentum zurückzuholen. Ja, und welche Hazards nimmt man am besten gegen einen, der kein Gift-Pokémon hat und nicht die beste Hazard-Removal? Natürlich die Giftspitzen, oder? Ja, und das ist auch das Stichwort. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal ins Team rein. Und wenn ich über Giftspitzen rede, dann fangen wir natürlich mit einem ganz bestimmten Pokémon an. Und zwar mit Tentoxa. Ich muss sagen, das hat mir hier auf dem Papier ziemlich gut gefallen. Er hat zwar hier auf jeden Fall mit seinem Kavalanzas und seinem Qualilu Pokémon, die nicht vergiftet werden von den Giftspitzen. Ach ja, von Gyarados auch, weil es halt schwebt. Aber alles andere ist auf dem Boden und wird davon vergiftet. Ja, und zumindest sein besserer Spinner Donphan und auch sein Auflockern-Pokémon Kaburiki werden halt einfach vergiftet. Die wollen auch eine normale Giftspitzenvergiftung nicht haben, das muss nicht mal die schwere sein. Und ich kann die dann langsam bearbeiten und eventuell irgendwann auch besiegen. Und das ist toll, weil vor allen Dingen hier, wie gesagt, Kaburiki auch ein Pokémon ist, das hier in diesem Match viel machen kann. Zumindest was so Verteilung von Offense und Angriffen und Defense und den ganzen Trara angeht. Deswegen ist es ganz toll, mit den Giftspitzen arbeiten zu können. Tentoxa ist deshalb also auch wirklich dabei. Es ist der Kern des Teams und quasi der Grundpfeiler des heutigen Gameplans.
das ist das Set, mit dem wir das Ganze dann verwirklichen wollen. Ja, neben den Giftspitzen sehen wir auch noch den Turbodreher, der darf auch nicht fehlen. Da haben wir auch durchaus Platz für, um zum Beispiel die Rocks, die Don verlegt, hier wegzumachen. Und dann können wir mit unseren eigenen Pokémon, die ja teilweise Tarnsteine Schwächen haben, auch ein bisschen besser reinkommen. Sind ein bisschen langlebiger, darf auf jeden Fall nicht fehlen. Ja, ich habe hier Giftschieb und Abschlag dabei. Es wird vielleicht einige wundern, dass ich hier nicht das Siedewasser habe. Deswegen spielen wir hier auch das sachte Wesen, senken also den Spezialangriff. Ich habe nämlich ein Team gebaut, das sieht man gleich, wenn alle quasi da sind, dass es nicht ganz so gut schafft, Felinara stark zu pressuren, vor allen Dingen defensivere Sets. Und so ein Gift-Heap macht sehr, sehr viel. Auf offensiven Sets ist das ein ganz, ganz easy Two-Hit, also wenn er nicht viel KP-Investment hat. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich das hier sehr, sehr gerne. Vor allem ist Tentoxa auch ein Pokémon, das hier in Felinara rein kann. Vermutlich sogar eigentlich das einzige in meinem Team. Und ich kann versuchen, dann auf Felinara die Giftspitzen zu legen und natürlich auch versuchen, das Ding zu pressuren. Das geht mit dem Gift-Heap am besten. Und auch den Abschlag wollte ich nicht vermissen, denn das gibt mir schon die Möglichkeit, ein paar sehr gefährliche Items wegzuschlagen. Zum Beispiel den Scarf vom Kyurem. Wenn ich den loswerde, das wäre ein großer Traum. Oder natürlich auch den Evolite vom Porygon. Gar keine Frage. Ja, den allerbesten Knockoff-Switch-In hat er eigentlich nicht. Es gibt zwar Pokémon, die davon nicht wirklich viel kriegen. Galagladie zum Beispiel. Das ist auch wahrscheinlich das gefährlichste Pokémon für Tentoxa. Oder auch ein Kaburiki mit dem Z-Stein. Aber wenn ich das mal mit dem Gifty predikte, kriegt das halt auch viel Schaden. Ja. Also Abschlag ist hier auf jeden Fall auch etwas, das einem Informationen gibt. Und wie gesagt, wenn ich damit einfach nur diesen Warnschall vom Kyurem loswerde, das wäre schon mal... Ich würde besser schlafen. Ja. Ja, ansonsten sehen wir hier die Anti-Psycho-Beere. Das hilft auf jeden Fall dagegen, dass ein Felinara uns mit einer guten Psycho-Shock-Prediction nicht sofort rausnimmt. Und auch gegen den Zen-Headbutt von einem Galagladi hilft das. Da können wir vielleicht auch mal in so einem offensiven 1v1 auch nochmal schnell die Giftspitzen legen. Ja, ansonsten sehen wir hier ein 28 Init-V investiertes Tentoxa. Das ist einfach nur für ein Max-Speed Felinara, ganz simpel. Und dann haben wir hier ganz, ganz viel Spezialverteidigung. Und können vielleicht hier auch nochmal in den einen oder anderen Eisstrahl oder Draco von Kyurem reinkommen. Das ist nicht die Hauptaufgabe von Tangentoxa. Eigentlich möchte ich hier viel lieber auf die defensiven Pokémon halt die Giftspitzen legen. Oder halt auch auf einen Gespecks des Felinara, wenn es in der Schallwelle drin ist. Auf Porygon kann ich das machen, auch wenn er den Donnerblitz hat. Das macht nicht mega, mega viel. Ich kann auf Pumpkin auch setten und ja, auf verschiedensten Pokémon eigentlich. Und wie gesagt, auch teilweise auf Kyurem, wenn das in eine Eisattacke gelockt ist. Also ich habe ja auf jeden Fall viele Möglichkeiten, diese Pokémon reinzuluren mit meinem Team, Tentoxa reinzubringen und dann halt die Giftspitzen zu legen. Und hoffe, dass ich damit dann auch gut arbeiten kann. Ja, das ist quasi sozusagen erstmal meine Basis. Ich versuche halt wirklich alles zu vergiften und runter zu chippen. Und ja, runter zu chippen mache ich natürlich mit ein bisschen Defensive, zu der wir nachher kommen. Aber irgendwann muss ich die Pokémon ja auch einsammeln. Und das mache ich natürlich mit dem Late-Game-Cleaner. Und ich habe dazu gerade im... Ja, in der Übersicht nichts gesagt. Und ich sag's jetzt hier ganz kurz, ich krieg keinen guten Scarfer gegen ihn hin. Jeder Scarfer, den ich bauen könnte, der ein bisschen was Revenge, zumindest diese großen drei Offense-Pokémon, der ist extrem Prediction-lastig oder verliert mir das Momentum gegen einzelne gegnerische Pivots komplett. Deswegen gehe ich hier tatsächlich sehr, sehr merkwürdig ran. Und zwar mit einem Meditalis, das, wenn wir hier mal direkt das Set ausklappen, keinen Scarf hat. Wäre nicht scheiße gewesen gegen ihn, alles andere als das. Ja, wir gehen hier mit einem harten Meditalis ran, mit dem Leben-Orb und 188 Initiative. Damit outspeeden wir auch Felinara. Das ist quasi genau der gleiche Speedwert, den Tentoxa auch hat. Ja, und mit dem harten Wesen und dem Leben-Orb machen wir halt wahnsinnig viel Schaden. Und der Clou an diesem Meditalis ist tatsächlich hier in der zweiten Reihe Mogelhieb und Patronenhieb, die Doppelprio. Mogelhieb, ja, gibt mir quasi eine extra Runde, wo ich ein bisschen Schaden bekomme. Dann tickt eventuell auch noch mal ein bisschen Gift. Und dann kann ich mit dem Patronenhieb gegenhalten. Und ich treffe mit dieser Prio tatsächlich auch ganz gut das gegnerische Team. Ja, Meditalis muss ich eigentlich sowieso mitnehmen, weil Porygon da ist. Und man muss, wenn man gegen Porygon spielt, eigentlich ein Pokémon dabei haben, was es two-hittet. Das kann ich hier mit dem Ableithieb. Und ich habe mich dann hier noch für den Gift-Hieb entschieden. Damit treffe ich auch einige Pokémon sehr, sehr gut. Vor allen Dingen kann ich eigentlich jedes Felinara mit Mogelhieb plus Gift-Hieb besiegen. Außer es hat halt die Anti-Gift-Beere, aber das muss ich dann einfach so ein bisschen austesten am Schaden, ob das Specs ist oder ja, Leftovers sehe ich ja auch. Also ich brauchte auf jeden Fall auch ein Pokémon, was reinkommen kann auf einen Kill von Felinara und das einfach besiegt. Und das kann ich halt mit diesem Gift-Hieb. Ja, dafür habe ich halt keinen Ice-Hieb gegen das Pumpkin drauf, das halt eigentlich auch
ziemlich gut in Militares reinkommt, aber ich habe halt auf Pumpgen auch die Möglichkeit, defensiv zu wechseln. Also alleine Tentoxa kommt da schon ganz okay rein und wenn ich da einen Gift Heap als Prediction raushaue auf Pumpgen und die normale Vergiftung bekomme, ist das auch absolut fein, weil die möchte Pumpgen halt auch nicht haben. Ja, ansonsten können wir hier nochmal ganz kurz auf die EVs eingehen. Ich habe hier 28 KP drin, damit sind wir 139 KP voll und kriegen halt von dem Lebenorb nur 13 Schaden. Wenn wir ein bisschen mehr investieren würden, würden wir 14 Schaden bekommen. Ja, dafür konnte ich dann noch ein bisschen in die Spezialverteidigung stecken. Das war mir wichtig, weil vor allem die speziell offensiven Pokémon sehr, sehr stark sind gegen mich und eventuell muss ich mal einen Hit tanken. Also wenn ich voll live bin, kann ich zum Beispiel auch von Kyurem was nehmen und dann mit dem Ableithieb angreifen. Ja, Medicha ist das wie gesagt mein Late-Game-Cleaner. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, vor allen Dingen, weil der Patronieb natürlich nicht das größte Damage-Potenzial hat, aber gegen die ganzen offensiven Pokémon, Riki, Gladi und Kyurem mache ich auf jeden Fall safe ein Drittel oder mehr. Und wenn ich die bis dahin so weit angechippt bekomme mit Giftspitzen und meiner Defensive, dann kann das im Ende halt klappen. Ja, so viel vorweg, ich habe keinen Scarfer dabei, bedeutet mein Team ist sehr langsam, er gibt hier sowohl mit der Offense als auch mit dem Speed absolut den Takt an und ich muss halt wirklich hoffen, dass ich lange genug aushalte, einfach das ganze Gewitter so ein bisschen abwarte und dann halt am Ende irgendwie versuche, das Ganze hier so mit einer Zermürbungstakt wegzumachen und dafür sind diese beiden Pokémon erstmal das Wichtigste gewesen. So, jetzt brauche ich natürlich aber auch auf die Offensive Switch-Ins. Und für drei offensive gegnerische Gangster brauchen wir natürlich drei defensive Pivots. Und wir fangen einfach mal mit dem einfachsten von allen an. Und zwar mit Voltolos. Und das soll hier heute Kapuriki komplett auf die Ersatzbank setzen. Und das macht es auch tatsächlich viel besser, als einige vielleicht denken. Und ich hoffe auch viel besser, als Marek denkt. Denn mit diesem Set hier, sieht super fancy aus, schalten wir das Ding eigentlich komplett ab. Wir haben eine Offensivweste, das stille Wesen, richtig viel KP, richtig viel Spezialverteidigung. Es ist tatsächlich eine spezielle Wall, Voltolos. Ja. Ihr kann darauf nicht frei Wall switchen, sondern nur U-Turn. Das funktioniert halt, macht uns nicht viel, alles gut. Elektroattacken braucht ihr dagegen gar nicht einsetzen und sogar Specs, Dazzling Gleam oder die Kraftreserve Eis machen nur ungefähr maximal ein Drittel von Specs. Da ich hier eher einen Setstein erwarte, hat er halt so auf diesen Attacken vermutlich gar nichts Damage Boostendes, es sei denn, es ist halt der Z-Dazzling Gleam, der übrigens nicht mal die Hälfte macht gegen unser Voltolos. Ja, er macht einfach keinen Schaden. Kapuriki macht gegen diese Voltolos keinen Schaden. Und das ist toll, denn wir machen gegen ihn schon Schaden. Die Matschbombe one-hittet zwar nicht, aber mit ein bisschen Chip, den wir dank den Spikes und vielleicht anderen Sachen noch gut draufbekommen können, können wir es auf jeden Fall besiegen. Deswegen habe ich hier auch nicht die Schlammwoge genommen, die macht ein bisschen mehr Schaden, aber die ist auch kein One-Hit. Und dann habe ich gedacht, nehme ich lieber diese 30% Vergiftung. Also ihr seht, bisher ein ziemliches Gift-Game. Ja, ein Step darf auch nicht fehlen. Ich habe mich hier für den Ladungsstoß entschieden, lieber die hohe Parachance genommen gegen Sachen wie Cavalanzas oder, ja, keine Ahnung, vielleicht auch Galagladi drücke ich das lieber. Und das ist halt auch auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn wir da mit einem guten Step auf jeden Fall arbeiten können. Ja, dann haben wir noch den Abschlag drauf, das ist natürlich vor allen Dingen für Porygon da, gibt uns auch Informationen. Abschlag ist nie schlecht, denn ich glaube, dass Porygon und Filinara hier auch vermutlich die Pokémon sind, die am ehesten in ein Voltolos reinkommen, denn man geht natürlich erstmal von einem Offensiven aus. Und warum sollte man nicht Porygon in ein Voltolos reinwechseln? Also, klar, ich kann den Abschlag haben, aber Porygon ist in seinem Team einfach der beste Switch in den Voltolos. Oder halt auch ein Donphan. Und alles das knock-offe ich sehr gerne. Ich kann aber auch mit der Kehrtwende das Momentum holen. Das funktioniert dann halt auch gegen Boden-Pokémon, wie zum Beispiel Donphan ganz gut. Und ja, dieses Voltolos sieht halt auf dem Papier wirklich, wirklich gut aus. Und ich hoffe, dass es was macht. Klar wird es von predicteten Zauberscheinen von Kapuriki gechippt. Vor allen Dingen, wenn auch die Rocks fliegen. Da muss ich halt dann schauen, dass ich die eventuell mal wegspinne. Kann schwierig werden, da er auch einen Spin-Blocker hat in Form von Pumpkin. Aber mal schauen. Es ist die beste Antwort, es ist nicht die perfekteste Antwort, aber es ist auf jeden Fall eine bessere Antwort gegen Kapuriki, als viele andere Kader vermutlich hinbekommen und ich freue mich drauf. Ja, vielleicht soll ich noch zu den 20 Initiative was sagen. Ich wiederhole mich zum dritten Mal, das ist ein Speed Creep auf ein scheues Felinara mit maximalem Speed Investment. So, da war ein kurzer Cut, denn auf einmal waren hier starke Bohrgeräusche. Ich hoffe, ihr habt das jetzt am Ende nicht gehört. Aber wir machen jetzt einfach schnurstracks mit dem vierten Pokémon weiter, mit dem zweiten Defensiven, das sich ebenfalls um eins der gegnerischen offensiven starken Pokémon kümmern soll. Und wir gehen mit unserem zweiten Elektroflug-Pokémon an den Start. Neben Meditales feiert also auch Zapdos endlich
Was heißt endlich ist der zweite Spieltag erst, aber es feiert sein GPL-Debüt in dieser Season und soll sich natürlich um Galagnadi kümmern. Das kann es auch ganz okay. Ja, ich klappe das Set direkt mal aus. Es ist überhaupt kein Hexenwerk, obwohl es wahrscheinlich trotzdem irgendwie merkwürdig aussieht. Ja, wir spielen das kühne Wesen hier und haben einen sehr, sehr defensiven Split mit viel KP, viel Defense und 28 Initiative. Und ihr habt richtig geraten, auch das ist für ein scheues Felinara gut. Ja, und wir können hier in Galagadi sehr, sehr gut einswitchen. Und die Anti-Eisbeere, die wir tragen, die hilft auch gegen einen Eisheap. Den überleben wir auch auf plus 2 und auch wenn das predicted wird, alles gut. Ja, und wir haben auch immerhin die Chance, jedes Mal, wenn Galagadi uns angreift, hier mit der Statik von 30% das Ding zu paralysieren. Und wenn wir das schaffen, dann ist das Ding sehr entschärft und dann kriegen wir das auf jeden Fall auch gehandelt. Ja, das muss Zapdos halt auch. Also wir kommen rein, tanken was und können dann mit der Kraftreserve Flug angreifen. Das sieht wahrscheinlich ein bisschen fancy aus, ist aber wahrscheinlich das Sinnvollste, was ich hier machen kann. Ich hatte hier lange Zeit Ladungsstoß drauf, habe gesagt, ja, den spamme ich dann einfach gegen Galagladi. Und mit zwei Hits ist es zum Beispiel auch in einer Range, wo Meditalis das hinbekommt. Aber ganz ehrlich, ich tue das lieber safe. Und das kann ich mit der Kraftreserve tatsächlich. Das wäre auch mit einem Bohrschnabel gegangen. Aber mit der Kraftreserve mache ich den meisten anderen Pokémon mehr Schaden. Also zum Beispiel Pumpkin oder Donphan, die kriegen von so einer Kraftreserve-Flug auf jeden Fall viel mehr Damage. Ja, deswegen, was heißt viel mehr? Es sind halt nur ein paar Prozente. Aber es ist einfach jetzt hier so das Beste. Ja. Und deswegen habe ich es drauf. Ja, dann sehen wir hier noch Delegate, Ruheort, Toxin und da sehen wir auch gleich den zweiten Job, den Zapdos übernehmen soll. Und zwar soll es sich auch um die gegnerische Defensive kümmern, denn wenn ich mit diesem Zapdos mal einem Porygon oder einem Pumpkin oder irgendwas anderem gegenüberstehe, dann kann ich einfach den Delegator aufsetzen, bin dann vor Toxin, Egelsam, Irrlicht halt geschützt und kann dann in Ruhe ein Toxin raushauen. Und vor allen Dingen ist Delegator halt auch einfach super gut, um einen offensiven Switch quasi ein bisschen entgegenzuwirken, weil Kyurem zum Beispiel kann man in Elektro-Attacken von Zapdos reinwerfen. Das ist kein Problem. Also es ist vielleicht nicht immer das Sicherste, weil ich auch paralysieren könnte mit einem Ladungsstoß oder sowas. Aber es kann man machen, wenn man Druck spielen möchte. Und wenn der Delegator liegt, dann kann ich Kyurem toxinisieren. Es bricht den Delegator und dann kann ich rauswechseln. Deswegen, Delegator ist immer wundervoll, vor allen Dingen auf Zapdos macht das auf jeden Fall Spaß und hilft halt auch gegen Toxin. Ansonsten, Aufgabe ganz simpel, ich möchte nur in Galagadi reinkommen, das Ding mit der Kraftreserve tooten, das auf jeden Fall ein bisschen gegenhalten, damit ich das auch revengen kann. Und das ist einzige oder beziehungsweise die beste defensive Antwort in meinem Kader dafür ist halt Zapdos. Ja, trotzdem natürlich aufpassen, dass das Ding nicht gechippt wird. Ne, Tarnsteine, die sind ein bisschen doof, dann tut der plus 2 Eishieb auch weh, aber ja, es ist simpel, okay? Und gerade auch über Momentum zum Beispiel von Voltolos, wenn wir, ja, wenn er zum Beispiel in Voltolos mit irgendeinem defensiven Mon reinkommt und ich da eine Kehrtwende rausgehauen habe, dann gehe ich halt nicht unbedingt sofort in ein offensives Pokémon, sondern in ein defensives, weil man kann Walls auch sehr mit Walls besiegen und Zapdos ist da halt echt nicht schlecht gegen. Das Schlimmste ist eigentlich so ein Felinara, eben weil es halt mit der Schallwelle durch den Delegator haut und weil es vielleicht auch das ein oder andere Toxin halt wegheilen kann. Das ist nicht toll. Aber ich muss natürlich auch erstmal rausfinden, ist es ein Cleric, ist es ein Wallbreaker? Und ich habe natürlich auch andere Antworten auf Felinara. Aber Zapdos ist gegen die restliche Defensive sonst eigentlich mehr als brauchbar. Ja, kein Hexenwerk. Und dann kommen wir auch schon zum dritten defensiven Pokémon, mit dem wir natürlich Kyurem abdecken, wie ihr jetzt gesehen habt, wahrscheinlich dieses System. Und das Ganze übernimmt heute Keifel. Also, ja, das dritte Pokémon, das zum ersten Mal dabei ist. Also wir haben nach Spieltag 2 schon ziemlich viel benutzt, schon 9 Pokémon dann insgesamt. Denn, Spoiler, das sechste war schon im letzten Kampf dabei, da kommen wir aber gleich zuerst mal zu Keifel. Ja, Keifel ist einfach ein wahnsinnig starker Switch in Eisattacken, dank der Speckschicht. Und mit dem Evolit kann man Keifel auch gut investieren, um wirklich schön Hits zu tanken. Und ich zeige das Set sofort mal. Ja, alles safe, beruhigt euch, Erholung, Schlafrede erkläre ich gleich. Es geht jetzt erstmal darum, wie wir Kyurem tanken. Denn ein hartes Kyurem mit dem Outrage und dem Walschal two-hittet uns nicht. Genauso wie ein mäßiges Kyurem mit dem Draco, das auch nicht kann. Dafür sind nämlich genau diese 252 KP, 28 Verteidigung und 220 Spezialverteidigung. Das macht halt wirklich mit Max-Rolls auf beiden Sachen 49%. Also dieses Keifel ist wirklich messerscharf drauf ausgelegt. Das einzige Pokémon, was das halbwegs konnte. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, was mache ich denn gegen ein Kyurem mit Life Orb oder einem anderen Damage-Item? Predikten oder abwerfen.
Ja, es ist für mich nicht wirklich zu handeln, aber dann kriege ich es halt immerhin outspeedet und ja, also ja, hoffe ich zumindest. Kyurem wird halt ekelhaft, aber ich kriege kein Pokémon, was safe alle Steps, wenn es halt frei angreifen kann, halt tankt. Deswegen ist Kaifei das Beste. Und ich gehe sehr, sehr stark von einem Marshall Kyurem aus, eben um zum Beispiel so ein Megalatias oder mein Voltolos oder mein Zapdos out zu outspeeden, zu Oukon. Also ja, und für Scarf Kyurem ist Kaifei einfach toll. Wenn natürlich Rocks liegen, er High Rolls kriegt oder crittet, dann ist Kaifei weg. Aber das kriegen wir schon hin. Denn Draco und Outrage sind ja auch Attacken, die man sich nicht ganz so gerne lockt. Also aus meiner defensiven Sicht sieht das jetzt immer ganz blöd aus, damit zu rechnen. Aber die drückt man ja auch nicht immer 100% gerne. Ja? Und ja, müssen einfach schauen, wie schnell er da mit einem Kyurem, wenn er es mitnimmt, halt Druck aufbauen möchte. Ja, Tarnstein erklärt sich, denke ich mal, von selber. Die kann ich auch einfach legen. Also ich komme mit Kaifei wirklich nur in Kyurem rein. Ansonsten hat es keine anderen Aufgaben. Also wenn es nicht dabei sein sollte oder tot sein sollte, kann ich natürlich noch andere Mons handeln. Aber ich möchte einfach reinkommen und Tarnstein erlegen. Ja, Erholung Schlafrede. Das ist etwas, was wahrscheinlich einige wundert. Denn in einem Elektrofeld, das Kaburiki rausbringt, kann man ja nicht einschlafen. Aber Kyurem ist so widerlich zu handeln, dass ich gesagt habe, sollte nur die minimale Chance bestehen, dass ich Kaifei gegen irgendein Pokémon, vielleicht auch auf Kyurems Wechsel wegen dem Dracodrop, wieder fit kriege, dass ich das noch ein weiteres Mal reinwechseln kann. Das würde mich so weit nach vorne bringen, dass ich gesagt habe, ich nutze das einfach mal. Und das Einzige, was auf diesem Kaifei-Set wirklich fehlt, wäre halt auch ein Toxin. Das ist etwas, was ich gerne gespielt hätte. Aber ansonsten brauche ich halt nicht unbedingt was anderes. Ich mache damit natürlich gar nichts gegen Pumpkin, das weiß ich. Und auch gegen Gyarados zum Beispiel mache ich nichts. Aber Gyarados sehe ich A nicht, B kann ich darauf auch defensiv reagieren und auf Pumpkin sowieso. In Pumpkin habe ich wirklich viele Antworten und deswegen ist es okay, wenn ich mir die Lücke lasse. Wie gesagt, es ist nur dafür da, in Kyurem reinzukommen, die Rocks zu legen und dann hat Kaifei seine Aufgabe komplett erfüllt. Einfach wenigstens einmal Momentum bringen. Denn ich muss halt wirklich gegen alle offensiven Pokémon Zeit gewinnen, damit diese Giftspitzen halt wirken können. Und deswegen habe ich mir hier für jeden auch einen guten Konter überlegt. Nicht einfach nur Check, sondern etwas, was ich reinwerfen kann in die Jungs. Und das habe ich hier mit Voltolos, Zapdos und Kaifei auch geschafft. Zumindest auf dem Papier. Und wenn meine Predictions richtig sind. Ja, und bevor wir zum letzten Pokémon kommen, muss ich das nochmal erwähnen. Ich bin hier diesmal im Teambuilding sehr gamblehaft, sagt man das so, rangegangen. Also ich predikte die Sets sehr genau diesmal, weil ich es muss. Ich krieg eben kein Team hin, womit ich den Gegner wirklich 100% outplayen kann. Wenn er jetzt morgen mit irgendwas um die Ecke kommt, was ich nicht auf dem Schirm gehabt habe, dann kann das wirklich meinen Gameplan komplett zugrunde richten. Naja, so. Aber wir kommen jetzt zu Pokémon Nummer 6. Das fällt aus dieser Gesamtstrategie so ein bisschen raus, hilft aber trotzdem dabei. Denn ich habe mir gedacht, ich kann am besten noch ein bisschen Zeit schinden, indem ich ihm noch eine schwer lösbare Aufgabe gebe. Und das ist Megalatias. Dürfte eigentlich keinen verwundern. Es ist auch überhaupt nicht schlecht gegen Kepko. Ja, Kyurem tut hier zwar weh, vor allen Dingen mit dem Outrage, aber wenn ich mich vielleicht ein bisschen booste oder vorbereite, dann ist auch Latias gar nicht mehr so leicht zu revengen. Und wir schauen uns einfach mal das Set an und dann seht ihr vielleicht direkt, was ich meine. Ja, wir gehen hier nur mit einem Angriffsmove an den Start, dem Psychoschock. Er hat zum Glück keinen Unlicht-Type. Und ich treffe außer Cavalanzas, wenn ich mich gerade nicht irre, auch alles neutral. Ja, müsste, genau. Und das ist schön. Ich mache Cavalanzas natürlich gar nicht viel. Cavalanzas mir schon. Aber wir sehen hier direkt das Gimmick Typenspiegel. Damit kann ich den Typen von gegnerischen Pokémon kopieren und ein bisschen um die Schwächen drumherum arbeiten. Ein Beispiel ist zum Beispiel Cavalanzas. Ich bin schneller, klau den Käfer-Stahltyp und dann macht er mir mit seinen Steps auf einmal gar nichts mehr. Dann kann ich Gedankengut drücken und halt mit dem Psychoschock angreifen. Und irgendwann ist auch Cavalanzas besiegt. Das wird lange dauern, aber ich habe Recovery und er nicht. Ja, diesmal spiele ich übrigens Genesung, Grüße an Scolly. So, für die Leute, die sich fragen, Genesung oder Ruheort macht keinen Unterschied. Also Schwebe-Pokémon würden durch den Ruheort auch nicht ja, die Schwebe verlieren. Also die haben sogar gleich viel AP. Es gibt einfach, es ist wirklich Geschmackssache und diesmal habe ich gesagt, nehme ich die Genesung. Das ist bei uns auf dem Discord irgendwie so ein Meme. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist so. Ja. Gedankengut ist auch kein Muss für Latias eigentlich. Also ich kann mit Typenspiegel und Psychoschock schon viel chippen. Ich kann zum Beispiel auch
von Porygon den Normaltypen klauen und werde auf einmal nicht mehr so stark von dem Icebeam gepressert. Oder ich kann von Felinara den Feentypen klauen. Auf einmal ist die Schallwelle von ihm nicht mehr sehr effektiv. Oder auf einen Switch von Galagladi, ich weiß nicht, warum es reinwechseln sollte, aber als Beispiel, klaue ich auf einmal Psychokampf und dann ist der Ice Heap auf einmal nicht mehr sehr effektiv. Ihr seht schon, ja. Okay, bei Coco dasselbe, also dann habe ich auf einmal keine Feenschwäche mehr. Ich kann mir hier halt wirklich ein paar Schwächen, die halt mitnehmen, also ein paar sehr effektive Attacken, die er gegen mich mitnehmen muss, die kann ich damit halt umgehen mit dem Typenspiegel. Das geht in diesem Matchup tatsächlich ganz gut. Was natürlich nicht toll ist, wenn ich Typenspiegel mache, erwacht einen offensiven Switch auf Kyurem, da bin ich Eisdrache, dann trifft mich der Draco immer noch, aber dann weiß ich halt auch, dass er auf den Draco gehen muss und... Ja, Keifel schmeiße ich dann eh rein. Oder vielleicht sogar den Toxa. Keine Ahnung. Also wie gesagt, mit dem Typenspiel kann ich hier etwas Zeit gewinnen. Und das ist quasi auch das, was Latias machen soll. Denn Latias kommt tatsächlich auf das rein, womit er reagieren muss. Er kommt auf Punchin rein. Weil wenn Punchin kann mich halt anzünden, das ist okay, das wird mich halt nicht mehr stören, dann kann ich nicht toxinisiert werden. Genauso halt auch, wenn ich den Steel-Type zum Beispiel von Cavalanzas irgendwie bekomme. Ja. Gegen Toxic kann ich halt mit diesem Latias nichts machen, das ist auch das Gefährlichste. Deswegen muss ich auch gucken, ob ich damit unbedingt zum Beispiel in Porygon oder in einen Cleric Felinara reingehe. Aber ich denke mal, das sind halt diese Risiken, die man eingehen muss. Und ich möchte auch ein bisschen scouten und schauen, dass ich auch gegen die richtigen Sets dann arbeite. Ja, der Psychoshock tut halt schon ab einem Gedanken gut eigentlich einigermaßen weh. Ich kann viel chippen damit. Ja, und das ist ja am Ende des Tages auch das, was ich mit diesem Team machen will. Also Latias ist ja auf jeden Fall etwas, das ihn vor ungesehene Probleme stellen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man den Typenspiegel nicht immer auf dem Schirm hat. Und Latias kann so viel, man kann sie nicht auf jedes Set vorbereiten. Also Latias ist ja einfach nochmal so ein Pokémon, wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, das einfach nochmal so ein bisschen Druck machen soll. Ganz unvorhersehbar. Also wenn er auf einmal sich denkt, so, oh cool, er fängt jetzt an Hazard zu stacken, ich muss spinnen und ich dann auf einmal anfange mit dem Latias gleichzeitig noch irgendwie Stress zu machen, dann kann das sein, dass ich ihn damit ein bisschen überfordere und er mir die Zeit gewährt, die ich brauche, damit mein Late-Game-Plan mit Meditalis übers zu machen aufgeht. Ja, das Team ist nicht perfekt, wie ich gerade gesagt habe. Sobald was Unvorhersehbares kommt, Cure mit einem Damage-Item oder ein anderer Scarfer oder ich irgendwas vergessen habe oder gekrittet werde oder ich die Tarnsteine vom Donphan nicht wegbekomme oder Donphan viel so gut die Spikes von mir umspielt, also sobald hier irgendwo eine Kleinigkeit schief geht, dann kommt dieses Team tatsächlich auch direkt ins Wanken. Es ist sehr instabil, muss ich sagen. Und natürlich auch recht langsam. Genau. Apropos langsam, ich habe vergessen, Latias ist auf ein mäßiges bzw. hartes Curing gespeedcreept. Falls es also kein Damage-Item haben sollte oder ich den Scarf irgendwie abschlage, dann kann ich das auch speeden. Mehr wollte ich nämlich nicht, weil ich wollte auch viel Spezialverteidigung nehmen, damit das Gedankengut stark skaliert und nach einem Gedankengut kann Curing mich schon auch mit Specs nicht mehr one-hitten. Deswegen war mir das sehr wichtig, dass ich hier nicht ganz hochgehe mit dem Speed. Hab ein bisschen gegambelt, wie gesagt. Ja. Gambeln, da war ich ja gerade stehen geblieben mit diesem instabilen Team. Es ist schwierig, damit zu gewinnen, glaube ich, aber es kann funktionieren. Und ich bleibe dabei, es ist vermutlich das beste Team, was ich gegen ihn bauen konnte. Und zumindest auch, worauf ich Lust habe. Es ist sehr experimentell, aber dafür ist diese Season ja auch da. Und es ist cool geworden, ich freue mich drauf. Entweder kriege ich richtig hart auf den Sack, oder ich werde mega knapp irgendwie das vielleicht schaffen können. Mal schauen. Ja, ich versuche auch mal so kurz sein Team zu predikten. Also ich habe gesagt, es kann fast alles mitkommen. Also was ich nicht erwarte, ist der Koala, Matrifol und Gyarados. Und alles andere kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, die drei offensiven Pokémon sind gut. Da kann ich mir vorstellen, dass er am ehesten Riki zu Hause lässt. Er kann Porygon ganz toll für meine speziellen Angriffe gebrauchen. Er kann Felinara als Breaker und als Cleric spielen. Donphan bringt die Rocks, das will er eigentlich auch gerne haben. Genauso wie ein Spin auch immer toll ist. Pumpkin ist hier die beste Antwort auf Meditalis. Und Cavalanzas ist eine grandiose Antwort auf Latias, zumindest auf so Standard-Sets. Und ja, wie man sieht, er hat hier die Qual der Wahl. Irgendwas wird er quasi zu Hause lassen müssen, was am Ende dann halt auch in der Team-Preview eine Lücke offenbart. Und ich bin gespannt, was das ist. Ich muss quasi einfach gucken, hey, womit kann ich da am besten Druck machen? Weil je nachdem, welches Pokémon fehlt, wird eines meiner Pokémon halt auch glänzen können. Und ja, da finden wir mal heraus, was das sein wird. Mich würde wie immer interessieren, was ihr von diesem Team haltet. Ihr könnt mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Und
Ja, vielleicht auch, wenn ihr sagt, ja, das ist ja totaler Bullshit, dann könnt ihr das auch gerne einfach loswerden oder auch einfach nochmal Fragen stellen zu einzelnen Splits oder Attackenset-Entscheidungen oder sowas. Ja, was ich jetzt aber nicht hören möchte, warum keine Eisattacke auf Keifel gegen Donphan? Nein, dann lieber, wie gesagt, diese Erholung. Ich glaube, das ist Erholungsschlafrede ist wahrscheinlich das, was am ehesten Leute kritisieren. Aber was will ich mit einer Eisattacke gegen Donphan, wenn ich in Donphan auch einfach meine 800 Pivots einwechseln kann und auf dem Ding Hazard-Zette, Subs, Toxic, Roost, Gedankengut? Nein, also vor Donphan habe ich keine Angst. Deswegen, ich brauche einfach nur dieses Erdbeben auf Keifel, okay? Beruhigt euch, Leute. So. Ja, ich glaube, ich bin fertig. Ich habe jetzt, glaube ich, meinen Gameplan erklärt. Ich fasse nochmal zusammen. Tentoxa legt die Giftspitzen. Dann habe ich drei Klötze dabei. Voltolos, Zapdos, Keifel, die davon, also die mir helfen, dass ich nicht zerstört werde. Und wenn ich ein bisschen Zeit mit diesen Pivots und Latias geschindet habe, kann vielleicht für die Thales am Ende was machen. Es ist ein langsames Team. Es ist ein Team, das, ja, gegambelt ist. Deswegen, ich habe Schwächen, aber mal schauen, wie es wird. Gut, okay, ich habe euch jetzt lange genug aufgehalten. Wie gesagt, ich freue mich auf eure Kommentare und dann sehen wir uns morgen um, glaube ich, 12 Uhr. Ich meine nämlich, dass Marek und ich den Spieltag eröffnen. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und wir sehen uns. Haut rein, ciao.